Hallo, eine Flächenberechnungsaufgabe in quasi umgekehrter Reihenfolge, kann man so sagen. Wir haben eine Fläche gegeben und suchen ein Dreieck dazu. Die Aufgabe lautet: Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck mit einem Flächeninhalt von 10 Quadratzentimetern. Hier sollte man eine Idee haben, sonst wird es etwas umständlich. Ich zeige mal den umständlichen Weg. Also, du weißt, Grundseite mal Höhe ist, ja, das, oh, das ist aber schief. Grundseite mal Höhe. So berechnet man die Fläche im Dreieck. Ja, auch nicht viel besser. Mal angenommen, das wäre eine Grundseite und Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.